Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir den Avatar-Film gesehen haben. Allerdings herrscht bei mir im Kopf immer noch Avatar-Stimmung. Ich war neulich sogar nochmal im Kino mit einem Freund. Also der Film war super. Und das Coole ist, was ich schon nach dem ersten Kinobesuch erfahren habe, ist, es kommt wohl Ende dieses Jahres oder nächstes Jahres der Anfang ein Avatar-Spiel von Ubisoft. Ja, da das noch dauert, habe ich mich informiert, ob es irgendwie anders einen Weg gibt, Pandora zu betreten, und gab es tatsächlich auf der Xbox 360. Die haben wir wieder aktiviert, das alte Ding, und haben für einen ganz guten Preis im Internet dieses Spiel gekauft. Es ist jetzt 13 Jahre alt. 2009, 1. Dezember. Ja, ist das rausgekommen. Und ich muss mal sagen, von der Grafik her... Stört gar nicht so sehr, dass es so alt ist. Ja, und John kann mal ein bisschen was anspielen eben von dem Spiel. Genau. So, schon sind wir im Spiel drin und ich werde erstmal geschlagen. Ja, das Spiel kann man vergleichen eigentlich ein bisschen wie WoW. Es ist halt so ein Questing-System und es gibt sogar einen Online-Modi. Was ich ganz cool finde, man kann sich auch entscheiden, auf welche Seite man sich stellt. Auf die Seite der Navi oder auf der Seite der Menschen. Ich habe natürlich Navi genommen, ich bleibe Pandora treu. Und ja, überall sind noch so kleine Kämpfe und ich finde, das Spiel ist wirklich sehr cool gemacht. Vor allem für damalige Verhältnisse finde ich wenige Open World-Spiele, die wirklich so gut waren. Also da kommt mir jetzt vielleicht noch die GTA-Reihe in den Kopf, aber an sich finde ich, ist das eine sehr schöne Welt, und auch wenn man so von Quest zu Quest läuft, wird man immer unterhalten, weil ab und zu sind da so kleine Minikämpfe, und was ich auch ganz cool finde, hier sind auch überall die Tiere. Ich habe jetzt gerade meinen, ich weiß nicht mehr, wie diese Pferde heißen, das hatte ich auch gerade noch, aber ja, habe ich verloren beim Kampf. Aber man kann überall auch noch Sachen einsammeln und verschiedene Waffen aufrüsten. Hier ist schon wieder der nächste Kampf zwischen den Menschen. Die sind auch alle verschieden stark, also gibt es mehrere Stufen. Man kann auch hier die Waffen wechseln. Jeder Charakter, den man wählt, hat unterschiedliche Waffen. Oh, jetzt kriege ich aber ein bisschen aufs Maul. So, aber man kann sich auch immer heilen. So, und bevor das hier ein ganzes Let's Play wird, hören wir mal lieber auf mit dem Spiel, aber hier ist mir aus dem Satz gekommen. Beginnen wir mal lieber mit dem Vlog. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind früh unterwegs. Es ist kurz nach 9. Was haben wir denn vor heute, Johnny? Ja, wir wollen ins Reisebüro, um uns eventuell eine USA-Reise zu beschaffen. Und wir sind so früh sogar unterwegs. Wir sind gerade hier auf dem Marktplatz, der eigentlich immer mit Touristen überfüllt ist. Wir sind ja komplett alleine. Ja, alles schön leer in der herrlichen Morgenstimmung hier. Ja, und John hat schon richtig gesagt, wir haben vor, nochmal, weil es so schön war, in die USA zu verreisen. Und diesmal haben wir uns als Reiseziel Florida ausgedacht. Für die Osterferien. Ist ein bisschen spät das Ganze, ist klar. Weil ja schon bald sind die Osterferien. Hoffen wir mal, dass wir noch einen guten Flug kriegen. Und der Rest ist dann, glaube ich, nicht das große Problem. Ja. Ich denke mal, wir schaffen das. Wir haben ja auch die bei den heißen Temperaturen die Nationalparks überlebt. Während wir noch gewartet haben, habe ich mir auf Instagram schon einmal angeguckt, was mich denn bei diesem Urlaub erwarten würde. Und ja, hier bekamen wir die Neuigkeiten, dass das soweit alles klappt. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder in den USA landen werde. Überhaupt wäre schon eine Überraschung gewesen, aber ja, nicht mal ein Jahr ist es her. Ich freue mich schon. So, jetzt aus dem Reisebüro wieder raus. Es hat eigentlich soweit alles geklappt, was wir wollten. Erstmal, der Flug war ja wichtig. Was haben wir jetzt? Also, wir fliegen von Bremen nach Frankfurt. Der Abflug ist 6.25 Uhr. Wir kommen dann um 7.25 Uhr in Frankfurt an. Dann kommt das Einzige, was nicht so gut ist, nämlich die 5 Stunden Aufenthalt in Frankfurt. Das ging aber irgendwie nicht anders.
Ja, aber dann von Frankfurt nach Orlando direkt 13 Uhr bis 18.20 Uhr. Ortszeit natürlich, ne? Also es dauert 16 Stunden, dauert die, der Hinflug, der Rückflug ist ein bisschen kürzer. Jetzt warten wir hier auf Simone. Da ist sie schon, so ein Zufall aber auch. Ihr könnt sie noch nicht sehen. Hallo, da denkt man, man hat noch mal ein paar Minuten seine Ruhe, da stolpern einem die Jungs über den Weg. Jetzt kommt das Beste, du kommst mit. Ich komme nicht mit. Doch, alles gut. Ich gehe jetzt nur spazieren. Ja, genau. Wie nein, natürlich komme ich mit. In Urlaub? Nee, zum Essen. Oh, ja. Zum Essen. Ja. Ja, würde ich mal sagen, es ist windig, es ist ein bisschen frisch. Es ist echt kalt. Und wir haben Hunger. Und wir haben Hunger und Durst und auf geht's. Ja, Getränke sind schon da, bei mir gibt es eine Cola. Und was gibt es bei dir, Simone? Bei mir gibt es eine lecker erfrischende Rhabarberschorle. Und ja, ich habe ja jetzt was zum Genießen. Der kleine Wermutstropfen ist allerdings an eurer Reise, dass ihr nicht die Sommerferien gewählt habt, wo ich ja Home Alone auch das schöne Wetter genießen will. Also hoffen wir alle auf einen schönen Frühling. Die Frage war ja, was du trinkst. So, was trinkst du, Stefan? Ich habe mir ein leckeres Hackebäck bestellt. Das wohl beste Bier in Bremen. Leckerste. Prost. Was kann auf unseren Tellern hier gelegen haben, was wir essen, wo ich jetzt auch die Reste esse? Ratet mal. Ja, der Hunger war so groß, dass wir komplett vergessen haben, das hier zu zeigen. Ja, es gab Currywurst, eine riesen Currywurst, aber ganz besondere Pommes. Und zwar so Chili, wie heißt das? Chili Cheese. Fries hießen die irgendwie. Ja. So der Fries knusprig paniert. Was heißt denn Fries? Pommes. Ja. Naja, lassen wir uns trotzdem noch den Rest schmecken. So, ich hatte ja schon mal in einem anderen Vlog diese Karte hier vorgestellt, die Bremer Freikarte. Um kurz nochmal zu sagen, was es ist. Ja, hier kriegt man, ich weiß jetzt nicht, ob das nächstes Jahr auch noch gilt, aber dieses und letztes Jahr hat man 60 Euro hier rauf bekommen, jedes Kind in Bremen. Und damit konnte man dann halt bestimmte Sachen machen. Da machen manche Läden mit, also zum Beispiel manche Kinos oder andere Aktivitäten damit. Da kann man ins Kino gehen, wie gesagt, in Jumphouse klettern, bouldern, also wirklich ganz viel Schwimmbäder machen damit. Und ja, letztes Mal hatte ich nur Kino gemacht und ja, für heute habe ich mir mal vorgenommen, da mit einem Freund was anderes zu machen. Und zwar, wir gehen ins Jumphouse. War ich schon lange nicht mal. Ich war da einmal und ist aber auch schon ein bisschen her. Also ich bin gespannt. Ich bin da natürlich nicht alleine hingegangen. Ich war da mit einem Freund aus der Schule und ja, was wir da eigentlich am meisten gemacht haben im Jumphouse ist, uns mit diesen Nudeln da zu verprügeln. Also da musste man balancieren und so. Trampolinen waren wir zwar auch springen, aber was am meisten Spaß gemacht hat, waren natürlich diese Kämpfe hier. Natürlich kann man ja auch mehr machen mit der Freikarte, also wollten wir dann auch noch spontan ins Kino gehen. Aber da wir die Filme schon alle fast geguckt hatten, die uns interessieren, haben wir uns einfach nur was zu essen und was zu trinken geholt. Ja, ungewohntes Gefühl für mich, hier zu sitzen. Ihr werdet gleich erfahren, warum. Ich sitze jetzt hier und gucke im Reiseprospekt hier nochmal nach. Haben noch so ein paar Sachen für die Urlaubsreise. Bisschen drin rumstöbern. Wir brauchen ja noch Parktickets für die Freizeitpark. Wir brauchen noch einen Mietwagen. Wir brauchen noch eine Unterkunft. Eine Unterkunft, ja, natürlich. Und da habe ich gedacht, ganz oldschool, nimmt man mal so einen Katalog mit. Ich finde es ganz schön, mal wieder zu blättern und nicht alles nur im Internet sich anzugucken. Ja, das und stimmt. Vielleicht haben Sie da auch irgendwie einen Tipp oder irgendwas, was du im Internet so vielleicht nicht gefunden hättest. Das ist möglich. Ja, und wieso ist das für mich ungewohnt, kann ich mal zeigen. Während ich hier sitze, quält sich nebenan, glaube ich, jemand ab. Mal gucken. Mach ruhig weiter. Ich muss mir erstmal den Clip einmal angucken. Ja, so klar. Was möchtest du von mir? Und wie ist es so, neben Grobi zu sitzen?
Lasst mich in Ruhe mit euren blöden Stoffpuppen. Ich mag keine... Ich mag sowas nicht. Hallo, ich bin's, euer Grobi! Ich bin da natürlich nicht alleine hingegangen. Ich war da mit einem Freund aus der Schule. Und ja, was wir da eigentlich am meisten gemacht haben im Jumphouse ist, uns mit diesen Nudeln da zu verprügeln. Also da musste man balancieren und so. Trampolinen waren wir zwar auch springen, aber was am meisten Spaß gemacht hat, waren natürlich diese Kämpfe hier. Natürlich kann man hier auch mehr machen mit der Freikarte. Also wollten wir dann auch noch spontan ins Kino gehen. Aber da wir die Filme schon alle fast geguckt hatten, die uns interessieren, haben wir uns einfach nur was zu essen und was zu trinken geholt. So, falls es so schön ist, wollen wir euch heute mal ein weiteres Lieblingsessen von uns zeigen, was wir alle drei wirklich sehr gerne mögen und was es heute bei uns zum Abendessen gibt. Hier ist schon mal der erste Teil davon. Sieht wahrscheinlich noch nicht so spektakulär aus. Ich bin gerade dabei, hier Guacamole mit einer Avocado zu machen. Dabei kann ich euch nur diese Gewürzmischung empfehlen. Die ist super, super lecker. Dann haben wir noch an Zutaten... War schon fleißig. Mais. Tomate. Käse brauchen wir. Und das sind unsere Wraps. Wraps? Die wir damit füllen werden. Und dann brauchen wir noch einen Eisbergsalat. Und ich überlege gerade, ob wir noch scharfe Chilibohnen dazu nehmen werden. Was sagst du dazu? Ich habe schon alles erzählt, oder? Lecker. Ja, so ist das hier auf dem Familienabend, hätte ich fast gesagt. So ist das hier bei uns im Hause. So, jetzt will ich mal zeigen, wie ich das immer falte. Das ist mit Sicherheit nicht richtig. Ich mache es so aus Gewohnheit. Und habe auch mal die großen Teigfladen hier. So, erstmal tue ich mal eine Soße. Wo ist denn die Soße? Die ist schon inklusive hier in dem Hackfleisch drin. Also normal würde man jetzt hier erstmal Soße drauf machen. Dann nimmt man, oder nehme ich, ein bisschen Hackfleisch hier in die Mitte. So ungefähr. Und dann kann man die anderen Zutaten, die man hier hat, nach Belieben darauf tun. Nehmen wir hier Tomate, geriebenen Käse. Wozu ist denn der Löffel da drin? Da frage ich mich auch, das ist ein Quatsch, den Löffel dafür zu nehmen. Salat, hier ist auch kein Löffel drin, kann man auch mit den Händen nehmen. So. Was fehlt noch? Paprika. Dann diese Bohnen hier. So, ich glaube, es reicht lang. Ne, hier haben wir noch was. Dieses Guacamole. So, also das ist bestimmt nicht richtig so. Jetzt wird es spannend. Erstmal faltet man jetzt dieses Ding von unten nach oben. Oh, ich habe es bestimmt falsch reingetan. Dann zur Seite. Ich hoffe, die riesig, die Dinger. So, und dann beißt man einfach davon genüsslich ab. Und genießt es. So, ich habe mir jetzt... Wie heißen die Dinger nochmal? Wraps? Naja. Oder Tacos? Keine Ahnung. Burrito ist das ja nicht. Ich mache mir den ersten mal ganz gerne nur mit Salat und sowas, weil ich irgendwie gerade Hunger auf was Frisches habe. Also so keine Ahnung, ich habe irgendwie gerade Lust auf so, keine Ahnung, Paprika und sowas und Tomate, das habe ich mir hier reingemacht. Das ist noch ein bisschen leer. Ich glaube, die ersten paar Bisse werden nur Teig sein, aber lasse ich es mir mal trotzdem schmecken. Ich komme damit gut zurecht, obwohl ich das Ding auch noch ein bisschen mehr hätte füllen können, aber ganz egal, ich probiere jetzt auch mal die Dinger. Der Teig schmeckt schon mal gut. Vom Abendessen gestern haben wir noch 3 Wraps über und was machen wir denn damit? Ja, uns damit... Wie nennt man das? Euch eine große Freude. Wir werden nämlich die Tortilla-Challenge noch einmal wiederholen, die wir im Sommer im 375. Vlog schon einmal mit Freude durchgeführt haben. Da habe ich ja kläglich versagt. Mal gucken, was heute passiert. So, es war ja so, man trinkt einen Schluck
muss das Wasser im Mund behalten und dann geht's mit der Schlägerei los und wer dann zuerst das Wasser ausspuckt, hat verloren. Als wir dann noch so Fetzen von Fladen in der Hand hatten, dachten wir uns, machen wir lieber ein Unentschieden draus, weil wir nicht mehr so viele Fladen hatten und dachten, ja, Simone hat auch die ein oder andere Klatsche noch verdient. Spaß, wir müssten ja noch eine zweite Runde machen und das hätte sonst nicht stattgefunden. Heftig. Ja gut, ist Unentschieden. Gegen wen spiele ich denn dann jetzt? Gegen mich. Okay. Aber du hast doch ausgespuckt, hast du doch. Ja, aber letztes Mal haben John und ich gespielt, jetzt spielen Stefan und ich. Ja, aber das machen noch, wir. Die Dinge haben es nicht ausgehalten. Oder haben wir noch mehr? Einen habe ich noch. Nee, bringt ja nichts. Nee, einen habe ich noch. Gut, dann gut. Machen Stefan und ich gleich. Die hat so doof geguckt, das sieht man gar nicht. Das dumme Gesicht, sag ich. Das kann man einfach nicht mal stillhalten. Naja. Ich habe gewonnen, aber ich möchte auch noch mal zuschlagen. Nee, das ist deine Strafe, das kannst du leider dann nicht. Na gut. Kannst du dir noch aufessen. Wie siehst du eigentlich aus? Ja, nun. Ich habe gewonnen. Yeah, yeah, yeah. Es ist kalt, wir müssen wieder rein. So, nebenbei geht es mal eben ganz kurz weiter mit der Urlaubsplanung für Orlando. Den Flug haben wir ja schon, jetzt brauchen wir noch einen Mietwagen. Und als wir letztes Jahr in die USA verreist sind, da haben wir für unser Auto für 3 Wochen, das war, wie hieß das, Ober- und Luxusklasse, über den ADAC 2.300 Euro bezahlt. Jetzt wollen wir ja nur für 2 Wochen verreisen. Und trotzdem ist es unglaublich sehr viel billiger. Herz haben wir auch gehabt als Autovermietungsfirma. Und wir zahlen jetzt für Ober- und Luxusklasse, der Wagen ist ein ganz kleines bisschen kleiner wahrscheinlich, 715 Dollar oder Euro. Das ist ja ungefähr gleich. Ich habe jetzt diesen hier ausgewählt. Chevrolet Malibu. Oder Toyota Camry. Keine Ahnung. Das ist ja, sind ja nur, Beispiel, nur Beispielwagen. Ja, letztes Mal hatten wir einen Dodge Charger. Ja, genau. Aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das haben wir auch schon mal gebucht. Kann ich nur empfehlen, wer ADAC-Mitglied ist, der spart pro Tag. Also normalerweise würde das kosten 841, wir haben jetzt 715 bezahlt für die 2 Wochen. Da kann man schon wieder zweimal gut für essen gehen. Tja, bei uns gibt es gerade leider ein technisches Problem. Das Internet funktioniert nicht. Und gerade dann, wenn wir es brauchen, weil eigentlich wollten wir uns zusammensetzen, sogar mit Simone. Jetzt kommt's. Mein Lieblingsspiel seit Release ist The Last of Us. Und jetzt gibt's endlich eine Serie dazu.
Heute erste Folge rausgekommen. Wollen wir uns zusammen angucken. Haben wir nun endlich Zeit gefunden. Wollten uns alle zusammensetzen. Internet geht nicht. Tja. So, ich wollte gerade mal anrufen bei Telekom. Jetzt brennen ja wieder drei Lampen am Router, wie man hier vielleicht sehen kann. Keine Ahnung, ob das jetzt schon alles ist. Wie können wir das testen? Alexa, spiele Musik von Udo Jürgens. Da bin ich zum ersten Mal froh, dass das Internet nicht funktioniert. Du bist doch wohl verrückt. So, also, ja, was soll ich jetzt denn sagen? Warum geht denn das hier nicht? Ah. Aus! Sofort! Ich glaube... Also... So. Zumindest hier läuft's. Alexa, sofort aus. So, dann wollen wir mal gucken, ob es jetzt doch funktionieren wird. Heute an dem Tag, wo das... Fernsehereignis für John schlechthin ist. Ja, ich hoffe mal, dass die Serie das gut übermittelt, dass es mal, also ich hoffe, das wird was Gutes und nicht, dass es eine schlechte Verfilmung wird, weil bei vielen Sachen war es leider so. Assassin's Creed zum Beispiel, Spiele waren super, der Film war jetzt nicht so überzeugend, aber ich bin froh, dass Simone auch mitguckt und dass ihr die Geschichte von The Last of Us auch irgendwie übermittelt werden kann. Ja, ich habe zugesagt, dass ich mir das mit angucke und ich bin gespannt, was mich erwartet. So halbwegs weiß ich ja ungefähr, worum es geht. Wird nicht mein Thema sein, aber was tut man nicht alles für die Familie? Ja, ich weiß auch nicht, wie lange John auf diesen Moment hingefiebert hat, wie viele Wochen, wie viele Monate ich mir das schon anhören musste, dass es dieses Spiel als Serie gibt endlich. Nun haben wir's. Wie geht's denn so bis jetzt? Also ich find's gut, weil das ist nicht genau wie im Spiel. Manche Sachen sind leicht abgeändert und man erlangt somit ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Und ich bin froh, dass... endlich gucken zu können, weil ich weiß noch, so ungefähr so ein Jahr nachdem das Spiel released wurde, gab es die Sprache, dass ein Film kommen soll, haben sie dann sein gelassen, weil es irgendwie nicht umsetzbar war. Dann gab es das Gerücht, dass, keine Ahnung, 2017 oder so, dass HBO davon eine Serie machen möchte und ja, jetzt ist es endlich soweit. Das haben wir sie, ja. Ich fand bisher am besten, wie das so umkippte, aus dem ganz normalen, uns bekannten Leben, mit Schule, mit ganz normalen Sachen, wie es auf einmal so umkippt, das Ganze in diese Apokalypse. Apokalypse, genau. Also, ich bin sehr begeistert bisher, muss ich mal sagen. Und Simone? Also noch finde ich es auch ganz gut. Es ist total spannend. Also ich bin hier echt angespannt irgendwie und verkrampft. Und die Zeit vergeht wie im Flug. Wir haben, glaube ich, schon ganz schön viel geguckt gerade. Und ich bin gespannt, ob es... so weiterläuft, dass ich wirklich alle Folgen mit den Jungs durchgucke hier. Also Stefan und ich wissen ja noch... Sie hat es versprochen. Wir wissen ja noch, was kommt, weil wir das Spiel gespielt haben. Ja. Und das Beste, das mache ich noch, aber das Beste kommt noch. Das hast du noch gar nicht gesehen. Wir sind gespannt. So, die erste Folge haben wir jetzt geguckt. 77 Minuten und ich muss sagen, das waren 77 Minuten volle Spannung, für mich zumindest, weil das hat genau die Stimmung vom Spiel wiedergegeben, also wirklich super. Und jetzt einmal die Meinung von jemandem, der das Spiel nicht gespielt hat, interessiert genau, mich auch. Es war wirklich total spannend, also ich bin echt gespannt, ja, ob mich das weiterhin so interessiert und finde es gerade ein bisschen doof, dass man jetzt eine Woche warten muss, bis man die nächste Folge gucken kann, also das will schon was heißen bei mir. Gespannt wie ein Flitzebogen. So, und zum Abschluss des Videos und bei uns auch beim Abschluss des Abends, mehr passiert bei uns eigentlich nicht mehr. Es wird noch was gegessen, sorgt Simone gerade für. Und ja, wir wollen noch ein paar Pakete öffnen. Wir haben hier nämlich noch drei Stück liegen. Eins ist von Michael und die beiden hier sind von Elias. Und würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Hier haben wir erstmal einen Brief, den lesen wir uns in Ruhe durch. Ja. Da will wohl jemand ein Autogramm. Machen wir gerne. So. Oh, geht schon mal gut los. Diese hier, erinnerst du dich, Simone? Oh ja, lecker, lecker, lecker. Kann man sich lecker aufs Brot legen. Was haben wir? Oh, Katjes, wir haben Tee. Oh.
Müsli-Riegel, ganz viele. Oh, die kenne ich ja. Aus meinem Adventskalender. Lecker. Und Marzipanbrot gibt's noch. Chili-Salz. Chili-Salz, cool. Und oh, und einen Dr. Pepper mit Vanille. Ja, vielen Dank, Michael, für das tolle Paket. Ja, dankeschön. Machen wir mal weiter. Nicht da mal die Bratapfel. So. Was haben wir hier drin? Ja, schon, das ist bestellt. Da wurde ich schon vorgewarnt, da ist nämlich ein paar Socken für Stefan und ein paar Socken ist für John. Stoppersocken mit Schrift unten. Genau, bitte nicht stören, irgendwas mit, ja, ihr spielt, ihr seid Gamer. Ich bin mal gespannt, was hier drin ist. Genau. Oh, das sieht aber gut aus. Und zwar gibt es noch leckere Twix. Wild, ich muss ganz ehrlich sein, Wild Twix habe ich noch nie gegessen. Bin ich gespannt. Vielen lieben Dank, Elias. Und ja, an dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne liken, uns abonnieren. Und ja, schönen Tag noch. Genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!